Wie manche vielleicht von euch wissen, liebe ich Vintage, Bohemien und ich liebe Secondhand-Kleidung. Also war ich seit sehr langer Zeit mal wieder im Thrift-Shop, im Secondhand-Laden und habe ein paar Sachen mitgebracht. Das erste Teil habe ich schon an und fast alles hat diesmal 4 Euro gekostet. Also das hat auch 4 Euro gekostet. Und das ist so schön verspielt, romantisch. Am Anfang dachte ich, okay, es ist vielleicht ein bisschen rosa, lila, aber ich liebe die Rosen darauf. Und ihr wisst ja, dass ich auch ein Faible habe für romantische Sachen und verspielte Sachen. Also musste das auf jeden Fall mit. Was mir daran auch sehr gut gefällt, ist, dass es hier so einen runden Ausschnitt hat und hier sehr schmal geschnitten ist, hier an den Seiten geraffelt ist. Und irgendwie erinnert es mich so ein bisschen an mein Ballettoberteil, was ich anhatte vor etlichen Jahren mit 12. Das war nämlich auch so geschnitten, ja. Und da werden halt Erinnerungen wach. Das zweite Teil ist das hier. Und ja, ich finde es einfach schön, sommerlich, luftig. Und da sind so, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, sind das Chrysanthemen, Blüten drauf. Und ich habe eigentlich relativ wenig im Blau. Und ja, ich finde es auch ziemlich neutral und es passt eigentlich zu fast jedem Anlass. So, dann haben wir hier ein orientalisch angehauchtes Teil. Und was mir hier sehr gut gefallen hat, waren die Details hier. Es ist ziemlich eng anliegend. Es ist ja sehr figurbetont. Man muss was drunter ziehen, weil es leicht transparent ist. Aber naja, macht ja nichts. Ich wollte es unbedingt haben, eben wegen diesem Detail hier. Dann hier eine Bluse zum Überziehen. Und ich habe schon ein, was heißt, Oberteil oder so Mini-Kleid in der gleichen Farbe fast. Und ich ziehe das ziemlich gerne und ziemlich oft an. Und deswegen dachte ich, dass das eigentlich ganz gut dazu passen würde. Dann hier nochmal eins. Also ihr wisst ja, ich stehe so auf Bohemian- und Hippie-Style-Sachen. Von daher sehen die Muster alle ziemlich ähnlich aus. Und das finde ich auch sehr süß. Einfach wie es geschnitten ist. Ich mag das mit diesen luftigen, puffigen Ärmeln hier an der Seite. So, und das einzige Teil für 2 Euro war dieses hier. Das hier ist, man glaubt es kaum, XL. Aber ich fand diesen Aufdruck mega cool. Hier vorne und hinten. Und es ist mir wirklich zu groß. Und deswegen ziehe ich ein Hüftgürtel dazu an. Also so ein Brustgürtel. Dass es so etwas figurbetont ist. Weil ansonsten kommt es mir vor wie ein Schlafanzug oder wie so ein Sack. Aber ich finde, mit diesem Gürtel sieht es echt super aus. Und ja, es ist einfach speziell. Und es ist hinten wie so ein Mandala oder Kirchenfenster. Auf jeden Fall habe ich sowas in der Art noch nie gesehen. Und was sagt ihr denn dazu? Wie gefallen euch die Teile? Geht ihr auch gerne in Secondhand-Läden einkaufen? Oder kauft ihr gerne die Sachen einfach immer nur neu? Also ich finde, ich habe auch schon mal in so einem älteren Video erklärt, warum ich Secondhand-Läden wundervoll toll finde. Und ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Stört es euch, dass die Sachen schon getragen sind? Oder sagt ihr, ey, ich liebe Kleidung mit Geschichte und ich mache mir manchmal Gedanken darüber, wer das denn schon alles so anhatte. Manche Leute sagen, ich finde überhaupt nichts in Secondhand-Läden, weil das sieht alles so komisch aus und verbraucht. Aber vielleicht gibt es da auch einfach Unterschiede. Also in dem Secondhand-Laden, wo ich einkaufen gehe, finde ich eigentlich immer was. Natürlich muss man richtig zwischen den Stangen schauen. Man findet natürlich auch viel Sachen, wo ich sage, ziehe ich jetzt nur für eine Bad-Taste-Party an oder das ist total retro. Wobei man sagen muss, die 90er sind ja auch wieder in. Man kann ja heutzutage fast alles anziehen, was man will.
Und von daher findet eigentlich jeder was. Ja. Und die Sachen müssen ja auch nicht ewige Jahre alt sein. Oftmals ist es einfach nur von der Saison davor oder vor 2 Jahren davor. Man findet halt wirklich was, würde ich sagen, von den 50ern bis heute. Und das finde ich total interessant. Ich liebe es einfach. Naja, also, tschüss.